Mit der Bosch Super Plus Rallye im Raum Pingau-Friedberg-Rohrbach im steirischen Wechselland geht die erste Saisonhälfte der österreichischen Rallye-Meisterschaft zu Ende. Es ist der vierte von 8 geplanten Läufen. Genau 70 Teams rollen über die Startrampe am Hauptplatz in Friedberg. Kurz davor hat es zu regnen aufgehört. Ich bin froh, dass es aufgehört hat, weil vormittag hat es noch sehr viel Aquaplaning ausgeschaut und das ist nicht immer so berechenbar und die Situationen jetzt sind ein bisschen kalkulierbar und das ist mir eigentlich das Wichtigste momentan. Ansonsten fühle ich mich im Regen sehr wohl, das haben wir bei der BB-Rallye gesehen und es gibt nur volle Attacke vom ersten Meter weg und hoffen, dass wir auf der Straße bleiben. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass es so wie gestern ist mit Hagel und Weltuntergang. Das hat uns letztes Jahr den größten Vorsprung gebracht, also es wäre uns lieber, aber es ist wie es ist für alle gleich und ja, es heißt einmal Attacke geben. Wenn man vergleicht mit den vergangenen Jahren, ist es heuer extrem spannend. Die Jahre davor war es immer irgendwie einseitig, einmal der Herr Baumschlager, dann wieder Sie. Wie sehen Sie dieses Duell heuer? Ja, es ist auf Messerschneide die ganze Zeit. Ich glaube, das ist für die Zuschauer interessant und ist genau das, was der Sport braucht. Für uns wäre es lustiger, wenn wir weiter vorne sind, aber es gehört eben eine Show gemacht und gut gefightet, damit wir genug Aufmerksamkeit haben. Raimund Baumschlager und Pepper Harrer fahren in der eigenen Liga momentan. Jetzt kann ich sehr froh sein, wenn ich mit Manfred Stohl, Neubauer, Seibel dort in der Gegend mithalten kann. Das ist eigentlich unser Ziel, dass wir um den dritten Platz rumkämpfen können. Ich wäre auf jeden Fall ganz im Trockenen gefahren. So ist es ein bisschen so eine Mischpartie. Das bin ich noch nie gefahren auf dem Auto. Das wird wieder ein bisschen ein Neuland. Aber ja, werden wir sehen, wie viel Gas das die von Anfang an geben. Ich glaube, die ersten zwei sind wahrscheinlich wieder außer Reichweite. Aber werden wir sehen, wie weit wir im Kampf um Platz 3 mithalten können. In der Meisterschaft führt nach 3 Rallyes Raimund Baumschlager. Er hat zuletzt die beiden Staatsmeisterschaftsläufe im Rebenland und im Lavantal gewonnen. Auf Platz 2 in der Meisterschaft ist derzeit der Titelverteidiger Beppo Harrach, der bei der Rebenland-Rallye nach einem Ausritt Dritter geworden ist und im Lavantal Platz 2 erreicht hat. Die Zuseher können auf dieser ersten Sonderprüfung nur noch Manfred Stohl mit seinem gasbetriebenen Mitsubishi Evo 9 und Hermann Neubauer mit seinem Subaru Impreza im Renntempo fahren sehen. Der Wagen von Hermann Neubauer nimmt nicht richtig Gas an. Nicht immer, wenn Neubauer den Vortrieb braucht, hat er ihn auch zur Verfügung. Warum die Zuschauer nicht mehr Autos im Renntempo fahren sehen, schauen wir uns aus der Onboard-Kamera, die wir bei Hermann Neubauer ins Auto gebaut haben, an. Der Ausritt ist an sich harmlos, aber der Beifahrer Bernhard Ettel hat sich Rippen gebrochen. Die Rettung fährt in die Sonderprüfung. Informiert wurde der Sonderprüfungsleiter vom nachfolgenden Mario Seibel, der als nächster vorbeigekommen ist. Gerwald Grössing ist dann reglementgemäß bis zum nächsten Funkposten weitergefahren. Die danach vorbeikommenden Fahrer bleiben bei Hermann Neubauer stehen. Es ist uns der Hermann entgegengekommen mit dem SOS-Schild. Das heißt, wir müssen stehen bleiben, anrufen. Der Nächste muss zum Funkposten fahren und verständigen. Aber die haben das eh schon gewusst, weil der Funkposten war eh ganz in der Nähe. Insofern hoffe ich, dass die Rettung dann sofort dort war. Ja. Bald kommt die Entwarnung. Bernhard Ettel hat zwar schmerzhafte Rippenbrüche, aber sonst keine Verletzungen. Gewertet wird die erste Sonderprüfung für die ersten 3 Fahrer. Dahinter bekommen alle anderen Teilnehmer die Zeit des drittplatzierten Manfred Stohl. Beppo Harrach ist mit dem Mitsubishi Evo 9 R4 Bestzeit gefahren, genauso wie auf der zweiten Sonderprüfung, im Rundkurs in Pingau. 150 Reha Vollmast, 120. Kuppe links 4, 5 Kateingang, 10 links 3, 4 über Kuppe hieb. 40. Links Eingang 40. Rechts macht zu 2 Kat. In links 3 minus 0. Wird 4. Kuppe voll. In rechts 4, 5, 50. Links 6 über Kuppe 30. Links 5 Cut, 40, links 4, 5 kurz Cut, rechts 5 lang Cut, Eingang 80, links 2 minus Abzweig. In rechts macht zu 2, 3, no, 200 Ü, links 6.
Raimund Baumschlager kommt mit seinem Skoda Fabia S2000 jeweils auf die zweitschnellste Zeit. Der Oberösterreicher ist hier etwas unter Druck. Sein Auto soll am Tag nach der Rallye nach Korsika gebracht werden. Dort startet Hermann Gassner Junior in der IRC mit diesem Wagen. Einiges an Zeit verliert Gerwald Grössing auf dieser zweiten Sonderprüfung dem Rundkurs in Rohrbach. Er touchiert einen Strohballen. Diese Strohballen umfährt Mario Seibel mit seinem Mitsubishi Evo 10 R4 ohne Berührung. Er setzt sich nach zwei Sonderprüfungen an die dritte Stelle des Gesamtklassements. Nur 1,3 Sekunden dahinter kann sich Chris Rosenberger mit seinem VW Polo S2000 an die vierte Stelle setzen. Weitere 3,5 Sekunden zurück ist Manfred Stohl mit dem gasbetriebenen Mitsubishi Evo 9. Im Pingau drängen sich um den Hauptplatz die Zusehermassen. Der Rallysport erfreut sich hier großer Beliebtheit. Auch noch mit dabei im Kampf um Platz 3 Christian Mrillig, der für diese Rallye einen Subaru Impreza STI angemietet hat. Sein Auto ist nach dem Unfall im Lavantal nicht rechtzeitig fertig geworden. Schnellster der zweiradgetriebenen Autos ist Martin Zellhofer mit dem Suzuki Swift 1600. Im Gesamtklassement ist er am Stettner hinter Mrillig Siebenter, gefolgt von Hannes Danzinger mit dem VW Scirocco, dem Führenden in der Meisterschaft der zweiradgetriebenen Fahrzeuge. In dieser Klasse geht es ähnlich knapp zu wie im Kampf um Platz 3. Michael Böhm im zweiten Suzuki Swift ist nur um 6,7 Sekunden langsamer als sein Teamchef und Markenkollege Martin Zellhofer. Vierter im Mehrkampf um die Spitze bei den zweiradgetriebenen Fahrzeugen ist Peter Ebner mit dem Citroën DS3 als Zehnter des Gesamtklassements. Bei dem auftrocknenden Wetter war diese Runde ein Reifenpoker. Soweit hat unser Reifen super funktioniert, aber jetzt gibt es keinen Reifen mehr nach den zwei Prüfungen. Also fürs nächste Ringel müssen wir uns was überlegen. Aber es hat mal gut angefangen. Warum was überlegen? Mit zwei Bestzeiten kann man dasselbe noch einmal nehmen. Ja, ich hoffe, dass ich dann nicht, ich bin jetzt fast auf den Leinen. Mal schauen, wie das dann wird. Es wird immer trockener. Zufrieden mit der Reifenwahl und dem Ergebnis? Also bei uns hat alles perfekt passt. Ja. Es ist einfach auf der ersten Prüfung verliere ich auf die ersten 4,9 Kilometer bergauf 5 Sekunden. Vielleicht hätte ich mitreden sollen. Sie haben einen etwas prüfenden Blick auf Ihre Reifen geworfen. Nicht zufrieden gewesen mit der Wahl? Nein, ich glaube, die Wahl war in Ordnung. Auf der ersten Prüfung ist super gegangen. Auf der zweiten waren sie am Limit, aber das haben wir eh gewusst. Und in Summe, glaube ich, war das die richtige Entscheidung. Und was kommt jetzt drauf? Ja, schwer zu sagen. Wir fahren jetzt Rohrbach. Ich glaube eher, dass es das Gleiche bleiben wird. Also es wird sich nicht viel ändern. Wir haben bei der Reifenwahl ein bisschen taktiert und zugunsten der ersten Sonderprüfung entschieden. Dass die heute nicht fertig gefahren waren, ist die Prüfung, tut mir jetzt leid, der Reifenwahl. Entsprechend hat es halt nicht so passt. Wir wären mit einem Slick besser unterwegs gewesen jetzt auf der zweiten, aber so ist es halt einmal. Wir haben ein bisschen sortiert. Wir waren die Einzigen im Feld, was vorne auf Slick sitzt, zusammen und hinten auf einem Intermed. Und waren der Meinung von der Zeit her, dass es ein wenig auftrocknet und besser wird. Es ist ganz gut gegangen jetzt. Der Rundkurs am Steckelpflaster war natürlich optimal zum Fahren. Die Rallye-Begeisterung im steirischen Wechselland ist enorm. Johannes Buchecker, der Bürgermeister von Stambach, lässt es sich nicht nehmen, die Sonderprüfung in seiner Heimatgemeinde in einem Vorausauto des Veranstalters als erster zu genießen. Die dritte Sonderprüfung ist ident mit der ersten. Wieder fährt Beppo Harrach auf den 9,7 Kilometern in Stambach die Bestzeit. Er ist dabei um rund 3 Sekunden schneller als bei der ersten Durchfahrt. Kein Wunder, es ist deutlich trockener geworden. Danach am Rundkurs in Rohrbach kann Raimund Baumschlager zum ersten Mal bei dieser Rallye eine Bestzeit fixieren und damit den Rückstand auf Harrach etwas vermindern. Täuscht. In rechts 3 plus lang. Achtung, wird 1-2 Fanny, 2. Spiegel. 70, Tunnelfeucht, bremst sofort rechts 1-2 eng. Wird rechts voll, 150. Top. Leicht rechts und 58, links 3 plus, kurz, 150, links 3 minus, Fanny täuscht, wird Kuppe voll, 220, Achtung, Post, rechts 1-2, Abzweig, 30, rechts 2 minus, Cut Spur, wird rechts voll, 300 Ü, Achtung, links 1-2, vor Haus, 80, rechts
1-2, Slip. 50, Feucht Continue, Knick. 30, Welle, links 2 minus, sehr eng, in rechts 2, kurz. Jetzt Kuppel links 2 minus, down, in rechts 2 minus, kurz, down. In links 2 minus, kurz, down, 30 Welle, wird rechts 2 plus, kurz, Spur. Auf der dritten Sonderprüfung kann sich Gerwald Grössing mit der drittbesten Zeit hinter Harrach und Baumschlager von Platz 13 auf Rang 7 verbessern. Bei dem gasbetriebenen Mitsubishi Evo 9 von Manfred Stohl beginnt in der dritten Sonderprüfung der Gasdruck sich nicht so aufzubauen, wie es sollte. Stohl verliert hier rund 30 Sekunden und auf der Sonderprüfung danach mehr als 3 Minuten. Der Ex-Weltmeister ist Profi genug, um immer wieder in den Spiegel zu schauen und zur Seite zu fahren, wenn von hinten ein Konkurrent auf den weitwunden Mitsubishi aufläuft. Hier hat der Chris Rosenberger Platz gemacht. Kuppe links 3 kurz eng. In rechts 3. Plus Kuppe links 3 nicht hängen. Achtung, Achtung. In rechts 3 kurz. In links 4 minus nicht hängen. In Kuppe Lift plus rechts 4 minus. In links 4 minus kurz. Plus rechter Eingang, gehen rechts 1 Abzweig. Insgesamt wird Manfred Stohl auf diesem Rundkurs in Rohrbach 5-mal überholt. Hier lässt er Gerwald Grössing vorbei. 100. Rechts 3 minus lang. Weiter an der dritten Stelle Mario Seibel mit dem sichtlich gut gehenden Mitsubishi Evo 10 R4 und Ursula Meierhofer an seiner rechten Seite auf dem Beifahrersitz. Unverändert nach 4 Sonderprüfungen ist Chris Rosenberger mit seinem VW Polo S2000 an der 4. Stelle. Er kommt in dieser Runde einmal auf die 4. schnellste Zeit und einmal auf die 5. schnellste Zeit. Auch Rang 6 ist nach 4 Sonderprüfungen weiter unverändert. Christian Mrlik kommt mit dem von Markus Benes angemieteten Subaru schon sehr gut zurecht. Und Hannes Danzinger übernimmt von Martin Zellhofer die Führung in der Wertung der Fahrer mit zweiradgetriebenen Autos. Vor allem auf der SB Stambach haben wir uns eigentlich zweimal jetzt einen schönen Vorsprung herausfahren können. Das war im Wald immer nass und draußen trocken und da ist uns die Pace besser gelungen. Die Reifen diesmal weniger abgefahren im zweiten Durchgang. Wenn man sich das jetzt anschaut, ich habe gerade das Reifenbild gesehen, jetzt ist die Hinterachse verbrannt, weil Rohrbach-Rundkurs sind wir jetzt gefahren und das hat natürlich, wenn er fast zu 90% trocken ist, nur mehr geschmiert und dementsprechend sind sie wieder ziemlich fertiger, diesmal halt auf der Hinterachse, nicht auf der Vorderachse. Also werden wir schauen, was wir nächste Runde machen. Es ist eigentlich wieder das Spielbild der Rebenbrand-Rallye. Bei der BB Ultimate ist es ein bisschen besser gewesen, nur ich komme einfach nicht mit. Also wir verlieren sehr viel, vor allem in den schnellen Teilen und ja, ist so. Ja, der Manfred hat jetzt ein technisches Problem gehabt und hat mich sehr, sehr fair vorbeigelassen, hat null Zeit gekostet. Leider haben wir selber mit einer rutschenden Kupplung zu kämpfen gehabt und haben viel Zeit verloren. Also wir haben jetzt beide ein bisschen Pech gehabt. Ich muss ein Riesenkompliment dem Manfred Stohl und ein Dankeschön aussprechen. Der hat schön brav Platz gemacht, weil er technische Probleme hatte und ich auf ihn aufgelaufen bin. Wir haben am Rundkurs eigentlich jetzt eine gute Fahrt gehabt. Der Manfred hat uns sehr fair vorbeigelassen. Also wir haben jetzt ein paar Meter gut machen können, sind, glaube ich, jetzt hintereinander zwei dritte Zeiten gefahren und sind am Weg nach vorne. Und mit dem Chris wird es morgen natürlich extrem lustig. Ich weiß, dass wir heute noch die Chance haben, in der Nacht ein bisschen was aufzuholen, aber die 23 Sekunden werden wir nicht abknappern. Und so gehe ich davon aus, dass wir morgen untertags ein schönes Duell haben werden. Ja, irgendwie haben wir ein Problem. Es schaut so aus, wie wenn wir zu wenig Gasdruck haben. Ich weiß es aber selber noch nicht genau. Jetzt haben wir leider noch viel, viel mehr Zeit verloren am Rundkurs. Also es ist natürlich sehr enttäuschend. Führung übernommen, kann man also zufrieden sein, oder? Ja, absolut. Wir haben mit der konservativen Reifenwahl das richtige Händchen bewiesen und es passt da, es läuft da, es ist perfekt. Wie steht es am Freitag in anderen Klassen? Karl Wagner führt mit seinem Porsche 911 bei den historischen Fahrzeugen ganz klar vor seinem Markenkollegen Christian Rosner. In der Gruppe H, zweiradgetrieben, hat sich Willi Rabl an die Spitze des Klassements gesetzt. Er setzt das VW Kit Car heuer nur sporadisch ein. Er fährt nicht die gesamte Meisterschaft.
Im Opel Corsa OPC Cup dominiert bei dieser Rallye Daniel Wollinger. Zuletzt im Lavantal hat sich der Steirer lange mit Christoph Leitgeb duelliert. Hier ist er von Anfang an klar in Front. An der Spitze schaffen Beppo Harrach und Raimund Baumschlager auf den letzten beiden Sonderprüfungen des Tages, dem kurzen Rundkurs in Pingau, der heuer in die entgegengesetzte Richtung gefahren wird als in den Jahren zuvor, und dem Rundkurs in Rohrbach jeweils eine Bestzeit. Stärkere Veränderungen im Gesamtklassement bringen dann die beiden letzten Sonderprüfungen des Tages für die hinter den beiden Führenden Platzierten. Zunächst fällt Mario Seibel aus. Es ist leider eine Schaltwelle gebrochen oder sowas ähnliches. Ich habe es gerade erklärt bekommen. Wir haben von 3 auf 4 geschalten und dann ist das ganze Schaltgestänge quasi gelockert und ich konnte keine anderen Gänge mehr einlegen. Somit ist leider vorbei. Gibt es morgen einen Restart? Werden wir schauen. Vielleicht werden wir versuchen, noch morgen auf Zeitenjagd zu gehen und vielleicht ein paar Abstimmungssachen durchzuspielen. Das werden wir jetzt noch intern diskutieren und dann entscheiden wir. Christian Mrlik hat einen Reifenschaden. Er entschließt sich anzuhalten und den Reifen zu wechseln. Die Auswirkung: fast 6 Minuten Zeitverlust und Rückfall auf Platz 40. Ja, ich habe gerade einen Potschen gehabt auf der letzten Prüfung. Schwerte gebrochen zuerst, dann einen Potschen. Ist ziemlich stressig gewesen. Jetzt haben wir 5 Minuten verloren. Das heißt, die Rallye ist vorüber. Die ist mehr oder weniger gelaufen für uns, ja. Damit ist jetzt plötzlich Chris Rosenberger vor Gerwald Grössing an der dritten Stelle. Bei den Rundkursen kommt es immer wieder dazu, dass ein Fahrer auf seinen Vordermann aufläuft, so wie hier Gerwald Grössing auf Michael Böhm, der ihn überhaupt nicht behindert. Rechts 3 minus Schmiert. Links 3-4 Fanny. Links 3 plus spät. Wir fahren jetzt Aussee. In rechts 4 minus, zu 2-3 Abzweig spät. 70, Tunnel hinausfahren, hinaus, Kuppe gerade, in links 3 minus lang. Michael Böhm hat noch eine Runde zu fahren. Gerwald Grössing nimmt die Ausfahrt ins Ziel. 100 Ü. Rechts in Lenks Ziel. Stopp. 702. Und auch bei den zweiradgetriebenen Fahrzeugen verändert die letzte Sonderprüfung des Tages einiges. Hannes Danzinger fällt zurück, in Führung nach der ersten Etappe, überraschend Michael Böhm vor seinem Teamchef Martin Zellhofer. Wir sind immer besser ins Fahren gekommen, das Auto läuft perfekt, funktioniert einwandfrei. Und jetzt gehen wir mit der Führung einmal in die Nacht, wobei der Polster ist ganz klein, der Fight geht morgen genauso um die Sekunden weiter. Und ein Reifenproblem? Ja genau, rechts vorne haben wir uns irgendwo am Botschen gefahren und da war gleich so dramatisch, dass den Gummi komplett runtergelöst hat, das heißt wir sind auf der Felge fertig gefahren. Circa eine Runde und hat uns halbe Minuten gekostet. Ich nehme mal an, dass wir jetzt zurückgefallen sind. Wo genau hin, weiß ich noch nicht. Was haben Sie vor? Ja, erstens einmal gebe ich nie auf. Also es wird gekämpft bis zum Schluss. Und schauen wir mal, wie weit wir morgen noch vorkommen. Aber ich bin da, um Rallye zu fahren und nicht um aufzuhören. Wenn man am Stockhaus steht, zumindest bei der Halbzeit, dann kann man nur zufrieden sein. Ich habe ein bisschen Autorauch umgespielt, nach wie vor. Ich lerne noch immer und jetzt hoffe ich, dass morgen die Reifenfrage ein bisschen eindeutiger ist, weil zum Schluss habe ich ein bisschen Risiko gesetzt und das war wohl nichts. Ich bin mit einem Slick gefahren und da war es doch noch zu feucht. Haben ein paar Sekunden verloren, aber zum Glück keinen Platz. Nach unserem Ausrutscher am Rundkurs Bingau haben wir eigentlich gedacht, die Rallye ist für uns gelaufen. Gott sei Dank ist das Auto noch so weit gefahren, dass wir es in Service geschafft haben. Fahren jetzt konstant Top-3-Zeiten und werden morgen versuchen, den Chris noch einzuholen. 17 Sekunden, das ist nicht die Welt und ich glaube, wir werden es morgen sicher sehr lustig haben. Wo man auch sagen muss, dass ja für den Chris und für mich morgen ein besonderer Tag ist. Wir haben nämlich beide Geburtstag und das ist ein sehr schönes Geschenk, dass wir uns morgen ein bisschen matchen werden. Es ist sehr gut gelaufen für uns. Wir sind 4 Bestzeiten gefahren. Und haben diesmal bei den Reifen ein glückliches Händchen gehabt. Also ich bin sehr zufrieden. Das Auto ist perfekt. Ich habe bei den Reifen ein bisschen bockert. Das ist auf einer Prüfung jeweils vor der Runde daneben gegangen. Bei der zweiten war es jeweils eine Bestzeit, also unterm Strich ein Nullsummenspiel. Ja, und jetzt hat mir irgendein lustiger Zuschauer einen ganz großen Granitblock gelegt. Entschuldige, zum Glück, aber habe ich nicht getroffen, hat aber ein bisschen Zeit gekostet.
Hier das Ergebnis nach dem ersten Tag. Beppo Harrach führt mit 22,6 Sekunden Vorsprung auf Raimund Baumschlager. Dahinter schon mehr als eine Minute zurück Chris Rosenberger. Gerald Grössing hat sich nach seinem Ausrutscher zu Beginn wieder an die vierte Stelle vorgekämpft und schnellster der Fahrer, deren Autos nur über zwei angetriebene Räder verfügen, ist Michael Böhm. Walter Mayer ist vor Martin Zellhofer und Peter Ebner Sechster. Jetzt haben die Mechaniker 45 Minuten Zeit, die Autos für die 8 Sonderprüfungen am Samstag vorzubereiten. Am Samstagvormittag ist das Wetter traumhaft schön, vom Regen des Vortages keine Spur. Am Vormittag werden bei der Bosch Super Plus Rallye zwei Sonderprüfungen je zweimal befahren. Im ersten Umlauf der Sonderprüfungen Wiesenhöf-Pingau und Dechanskirchen erreicht Beppo Harrach, der als Führender nach dem ersten Tag als erster startet, jeweils die schnellste Zeit. Zweitschnellste ist jeweils Raimund Baumschlager, der bei dieser Rallye mit dem Deutschen Peter Wicher am Beifahrersitz unterwegs ist. Sein Co-Pilot, mit dem er zuletzt zweimal gewonnen hat, nämlich Thomas Zeltner, ist beruflich verhindert. Hinter diesem Duell um den Gesamtsieg kämpft sich Gerald Grössing mit zweimal zweitschnellsten Zeiten an Chris Rosenberger heran. Dennoch kann der ehemalige Staatsmeister durchaus zufrieden sein. So weit vorne war Chris Rosenberger mit seinem VW Polo S2000 heuer noch nie. Von den 16 Sekunden Rückstand des Mitsubishi-Piloten sind nach 8 Sonderprüfungen noch 8 Sekunden übrig geblieben. Wir begleiten Beppo Harrach auf seiner Bestzeit auf der Sonderprüfung Wiesenhöf-Pingau, die auf 4,42 Kilometer Länge gekürzt wurde, damit das Heimbringen einer Braut ermöglicht wurde. Das Paar ungestört heiraten kann. 200 bis bald. Bremsenfahr Bosch. Links 2. Macht auf. Macht zu 3 minus. Kurz. No. 80. Rechts 6 über Kuppe. 80. Bald Anfang. Links 5 minus. Cut. 60. Links 5 in Cut, 80. Rechts, links 6 über Kuppe. Rechts 6 über Kuppe, 80 Bremser. Rechts 4, 5, kurz. 100 Bremser. Rechts macht zu 4, lang Cut über Kuppe. In links Eingang, 70 Bälle. Links 3 minus Cut, macht auf. Lang. 200 Ü. Links 5, Cut-Eingang, 50. Rechts 3, minus, leicht Cut. 30, rechter Weg. Links 4, 5, Cut, 2 mal, 120. Rechts 3. In links 4, Cut, 60. Rechts 5, 30. Rechts 4, 5, 2 mal, 40 Bremser. Links 4, lang, leicht Cut. 70 Bremser, links 3 minus Cut-Tafel, in rechts 4. 60 Bremser, links 2 minus Cut-Abzweige über Kuppe. Kuppe Liha, in rechts 4, kurz Cut, 150. Rechts 5 in Cut, 80. Kuppe Reha Cut, in links 5 minus Lang Cut. Rechts 6, Cut über Kuppe voll, 200. Rechts 6, 200, Ziel. Kuppe Reha, Ziel. Das Radl ist richtig. Das ist gut, ja. Beppo Harrach ist sichtlich mit seiner Reifenwahl zufrieden. Die Mechaniker des Mitsubishi Rallye-All-Teams haben den Evo 10 von Mario Seibel wieder flott bekommen. Der Wiener kommt jetzt wieder auf 5., 6. Sonderprüfungszeiten.
Ähnliches gilt für Manfred Stohl. Auch sein Mitsubishi läuft heute deutlich besser. Seibel und er wechseln einander in den Platzierungen der Sonderprüfungszeiten ab. Nicht ganz so gut klappt die Aufholjagd bei Christian Mrillig. Er kommt auf 8. bis 10. Sonderprüfungszeiten. Und auch Walter Mayer kann seinen 6. Platz des ersten Tages nicht ganz halten. Nach 8 Sonderprüfungen ist der Gies Hübler auf Rang 9. Bei den zweiradgetriebenen Fahrzeugen sind die Platzierungen nach 8 der 14 Sonderprüfungen weiter unverändert. Allerdings kann Michael Böhm seine Führung vor seinem Suzuki-Markenkollegen Martin Zellhofer und auch auf Hannes Danzinger ausbauen. Dieser Fahrer beendet auf der ersten Sonderprüfung des Tages die Rallye. Linkseingang, 70 Welle, links. Auf der Sonderprüfung 9 gibt es dann einen Führungswechsel. Warum, sehen Sie selbst. 200 Ü. Links 5 Cut, Eingang 50. Rechts 3 minus, leicht Cut. Nein. Ah, das war's. Sorry. Okay, das war der Meistertitel. Dieser Ausritt noch einmal in Zeitlupe. Wir haben eine härtere Reifenmischung aufgezogen, sind eigentlich im gleichen Speed in die Ecke hineingefahren wie vorher, haben auch an der gleichen Stelle gebremst, hat auch die Telemetrie gezeigt. Aber in dem Fall war schon ein bisschen Dreck draußen von den anderen Fahrern von der ersten Prüfung. Und beim ersten Bremsschlag hat das Auto dann die Räder sofort blockiert und diese Meter haben uns dann gefehlt. Und es ist hier leider nicht ausgegangen. Was bedeutet das jetzt für die Meisterschaft? Ja, ist natürlich jetzt kein gutes Vorzeichen. Raimund hat jetzt 3 Siege. Intus, davon haben wir ihm 2 geschenkt, am Silbertablett serviert. Das hat er natürlich dankend angenommen. Aber in Wahrheit kämpfen wir mit einem Gruppe N-Auto um den Meistertitel. Ich glaube, man kann sehr stolz sein, wenn man hier die meisten Bestzeiten fährt. Ich glaube, das kann er kaum mehr schlagen bis zum Ende der Rallye. Zurück zum Ausfallort. Beppo Harrach und sein Beifahrer Andreas Schindelbacher sind, bevor der nächste Fahrer Raimund Baumschlager vorbeikommt, schon längst aus dem Auto und auf der Straße. So ist der nachfolgende Fahrer informiert, dass alles okay ist. Nachdem die Zuschauer dort waren, auch passt, und bin halt dann ins Zug gefahren und ich werde sie sehen, ich habe mich dann selber fast nicht mehr weggekriegt. Hier die von Raimund Baumschlager angesprochene Szene. Gut, rechts voll, 120, rechts 4 minus, Cut. Ja, ich versuche einfach, das Auto heil zu lassen. Also, das war von Beginn an mein Ziel. Ich wollte es eigentlich nicht so wirklich laut sagen, aber genau das Auto muss in Korsika fahren, das geht morgen da weg. Und ich hoffe, ich mache einfach keine Fehler. Es ist wahnsinnig rutschig und glatt und es geht so irrsinnig schnell, dass du draußen stehst. Und das möchte ich halt einfach vermeiden. Auf dieser Sonderprüfung Wiesenhöf-Pingau fährt Gerwald Grössing seine erste Bestzeit bei dieser Rallye. Raimund Baumschlager unangefochten. Um Platz 2 wird der Kampf zwischen Rosenberger und Grössing, die beide an diesem Geburtstag haben, immer knapper. Also heute mein 43. Geburtstag. Ich habe gehofft, dass mein Geburtstagskollege, der Gerwald Grössing, mir, wenn er schon nicht einen Platz schenken will, wenigstens eine Sonderprüfung schenkt. Aber wir waren genau eine Zehntel langsamer. Somit muss ich mir das Geschenk nur selber machen. Zusammen sind Sie 88. Schenken Sie sich irgendetwas? Nein, wir fahren sicherlich am Stift, das ist keine Frage. Also der Chris legt ein gewaltiges Tempo heute vor. Wir versuchen mit unserem mittlerweile auch schon in die Jahre gekommenen Evo dagegen zu halten. Waren bis jetzt eigentlich bei jeder Prüfung schneller, konnten eine Bestzeit anschreiben. Nur ich merke halt jetzt, wo es nass und feucht ist, dass natürlich das S2000 einen gewissen Vorteil hat. Also wir bewegen uns jetzt einigermaßen schon am Limit. Ähnlich knapp wie zwischen Chris Rosenberger und Gerwald Grössing im Kampf um Platz 2 geht es zwischen den beiden Suzuki Swift 1600-Piloten Michael Böhm und Martin Zellhofer im Kampf um die Führung bei den zweiradgetriebenen Fahrzeugen zu. Einmal ist Michael Böhm der Schnellere, dann wieder sein Teamchef Martin Zellhofer. Aber auch Peter Ebner mit dem Citroën hat noch Chancen, ebenso wie Hannes Danzinger.
Die Zeiten sind okay, es passen und wir kommen gut zurecht. Der Teamchef gibt auch fest Gas und macht Druck und den wollen wir eigentlich hinter uns halten. Wir haben gestern ein wenig das Handicap gehabt, dass wir heute nicht recht viel Grip gefunden haben und den finden wir heute. Wie es hinter mir sieht, geht die Sonne auf und wenn die Sonne aufgeht, dann sind unsere Autos auch schneller. Und ich hoffe, dass wir ganz vorne dabei bleiben und unsere Positionen halt halten können. Auch nach der Mittagspause ändert sich die Charakteristik dieser Rallye nicht. An der Spitze fährt jetzt Raimund Baumschlager unangefochten den greifbar nahen Sieg nach Hause. Möglichst, wie uns er schon gesagt hat, mit Schonung seines Skoda Fabia S2000. Dahinter greift Gerwald Grössing weiter den zweitplatzierten Chris Rosenberger an. Wir begleiten den Mitsubishi-Piloten ein Stück auf seiner zweiten Bestzeit bei dieser Rallye, diesmal auf der Sonderprüfung Heideckendorf. In links 4,5 voll, 100 Waldende links halten, 50 links 4 Meter über Kuppe, in rechts 3,4 innen, in links 4 plus voll, in rechts 4,5 voll, 100, Kuppe rechts 4 plus macht auf über Kuppe schnell, in links halten 100, links 4 minus innen schmiert, in rechts 3 plus Cut, 140, Kuppe, rechts 4 plus, tight, bei Brücke. Auf der längsten Sonderprüfung dieser Rallye, dem Rundkurs Pingau über 39 Kilometer, ist es dann soweit. Chris Rosenberger kann sich des Angriffs von Gerwald Grössing nicht mehr wehren und fällt hinter ihn zurück. Links 3, rechts 5. Auf dieser Sonderprüfung knapp nach der Rodelmühle hat der Niederösterreicher noch Gelegenheit, ein ungewöhnlich eingepacktes Auto zu sehen. Sie sehen es gleich links. Rechts 5, 60, links 5, rechts 4, Kartensplitter, lang, lang. 80 Ü, bei Bank, links 4 zu 2 plus, bei Hauf, Slip. 50. Sehr konstant fährt an diesem Samstag Manfred Stohl. Mit Sonderprüfungsplatzierungen um Rang 4 schiebt sich der Wiener Platz um Platz nach vorne. Ist in der letzten Zwangsrast vor dem Ziel schon wieder Siebenter des Gesamtklassements. Hier auf der Sonderprüfung Heideckendorf muss Peter Ebner die Sieghoffnungen in der 2WD-Wertung aufgeben. Er verliert fast 15 Sekunden auf die direkte Konkurrenz. Auch wenn Raimund Baumschlager jetzt nicht mehr das letzte Risiko nimmt nach dem Ausfall von Beppo Harrach, fahren nur noch er und Gerwald Grössing Bestzeiten. Wir fahren heute konstant Bestzeiten, zweite und dritte Zeiten. Der Chris hat für seine Mama ja schon Blumen gepflückt, das haben wir uns verkniffen, aus dem Grund waren wir jetzt ein bisschen schneller wie er und haben jetzt einen Vorsprung von 12 Sekunden. Nur jeder weiß, dass der lange Rundkurs heikel ist, da kann wirklich noch alles passieren. Wir müssen jetzt wirklich konzentriert und ordentlich weiterfahren. Nur die Chance ist jetzt natürlich schon da, dass wir uns heute den zweiten Gesamtplatz schenken zum Geburtstag. Bei uns ist problemlos gelaufen. Ich hoffe, dass wir so durchfahren. Wir sind durch ein Blumenfeld gepflügt und haben uns den Kühler vorne ein bisschen zugemacht mit Gras und Blumen. Und das hat dazu geführt, dass die Temperatur gestiegen ist und somit auch die Leistung zurückgegangen ist. Es war zum Glück nicht bedenklich, sprich wir sind gerade so 100, 102, 105 Grad haben wir maximal gehabt. Somit, das war noch okay. Wir haben ein bisschen Leistung verloren und somit auch ein bisschen Zeit. Ja, an und für sich ist ganz gut gegangen. Ich bin in eine Schikane reingerutscht, da war ich ein bisschen schnell dran. Und die Silberballen haben 500 Kilo und der hat nicht ausgelassen und leicht duschiert und haben wir ein paar Sekunden gekostet. Aber auf die lange Distanz, wir sind dabei, eine ganze Runde gibt es und nun ist alles offen. Peter Ebner, glaube ich, hat schon etwas Zeit verloren, Hannes Danzinger hat etwas Zeit verloren, also es geht noch um zwischen Max und mir. Und ja, er war jetzt drei langsamer auf dieser langen Sonderprüfung. Ja, somit wir liegen noch immer knapp zusammen und auf noch einmal 50 Kilometer, die jetzt zu fahren sind, kann immer noch viel passieren. Also es heißt weiter unter Gas geben und dranbleiben. Bevor wir zu den Entscheidungen im Gesamtklassement auf den letzten beiden Sonderprüfungen kommen, noch der obligate Blick zu anderen Klassen. Rang 2 bei den historischen Fahrzeugen geht an Christian Rosner mit seinem Porsche 911. Ein Sieg in dieser Klasse holt sich Karl Wagner mit Beifahrerin Gerda Zauner, ebenfalls mit einem Porsche. Damit ist Wagner der Titelverteidigung einen Schritt näher gekommen. Er führt jetzt noch mit 78 Punkten vor Rosner mit 51 Punkten.
Nicht ganz so deutlich führt im OSK-Pokal für historische Fahrzeuge Kurt Göttlicher mit dem Ford Sierra Cosworth. Durch seinen Sieg hier im Wechselland hat er jetzt 15 Punkte Vorsprung auf Peter Matasovic. Die Gruppe H, zweiradgetrieben, dominiert bei der Bosch Super Plus Rally. Willi Rabel mit dem VW Golf Kitcar. Der Niederösterreicher hat im Ziel mehr als 8 Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten in dieser Klasse, Arnold Heitzer. Der Opel Corsa OPC Cup ist eine eindeutige Angelegenheit für Daniel Wollinger. Der Steirer feiert einen klaren Start-Zielsieg vor Christoph Leitgeb und Konrad Friesenecker. Die Cup-Fahrzeuge beweisen wieder einmal Standfestigkeit. 5 der 6 gestarteten Opel Corsa kommen ins Ziel. Zum Abschluss noch ein Blick zu den Suzuki-Piloten, also zur kleinsten Hubraumklasse. Damian Itzdebski bringt seinen Swift nach 2 Ausfällen wieder einmal ins Ziel, kann aber diesmal nicht um den Klassensieg mitkämpfen. Diesen Sieg holt sich Marius Karak, nachdem sein Teamkollege, der Salzburger René Rieder, mit dem sich der spätere Klassensieger die gesamte Rallye über duelliert hat, knapp vor Schluss ausfällt. Eine nette Geschichte ist es noch wert, erzählt zu werden. Kurt Adam kommt mit seinem Seat Ibiza nach längerer Pause wieder einmal ins Ziel. Das Besondere, der Vorarlberger wird heuer 76 Jahre alt und fährt die 46. Saison Rallye. Zurück zur Spitze und zu den beiden letzten Sonderprüfungen. Walter Mayer, der bei dieser Rallye ständig rund um Platz 6 gefahren ist, dreht sich in der vorletzten Sonderprüfung und kommt aus dem Graben nicht mehr heraus. Damit scheidet der 64-jährige Gies Hübler knapp vor dem Ziel aus. Mario Seibel ist nach dem Getriebeschaden mit zu viel Strafzeit am zweiten Tag natürlich chancenlos, aber er kann doch im Wettbewerbstempo Teile an seinem Mitsubishi Evo 10 R4 testen und wird immerhin noch Elfter. Ähnlich muss man den zweiten Tag dieser Rallye bei Christian Mrlik sehen. Nach dem Zeitverlust beim Reifenwechsel in der letzten Sonderprüfung am Freitag fährt er am Samstag ohne ein weiteres Problem an seinem Subaru Impreza STI und wird noch 15. Ein absolutes Erfolgserlebnis darf Jörg Rigger feiern. Der Oberösterreicher kommt zum ersten Mal bei einem Staatsmeisterschaftslauf unter die ersten 10. Rigger belegt schlussendlich Platz 9. Im Kampf um den Sieg bei den zweiradgetriebenen Fahrzeugen ist Peter Ebner mit seinem Citroën DS3 am Schluss nicht mehr dabei. Rang 8 im Gesamtklassement ist aber für den Kärntner dennoch ein Spitzenresultat. Einen Platz vor ihm kommt Hannes Danzinger ins Ziel. Der Niederösterreicher wird mit seinem dieselbetriebenen VW Scirocco schließlich 7. und 3. in der Klasse der zweiradgetriebenen Fahrzeuge. Den Sieg in dieser Division machen 2 Teamkollegen untereinander aus. Martin Zellhofer, der Teamchef, der mit einem Klassensieg auch wieder die Führung in der Staatsmeisterschaft alleine übernehmen könnte, muss sich schließlich um 6,7 Sekunden geschlagen geben. Damit führt er jetzt gemeinsam mit Hannes Danzinger mit 54 Punkten in der Staatsmeisterschaft. Den Klassensieg und den sensationellen 4. Platz in der Gesamtwertung sichert sich Michael Böhm, der erst die 2. Rallye mit diesem Suzuki Swift 1600 fährt. Es war einfach ein harter Kampf bis zum Schluss. Der Max hat ordentlich Gas gegeben und hat nicht locker lassen. Es war nicht aus dem Konzept zu bringen. Er hat jetzt vor der letzten Prüfung gemeint, wir wollen alle 2 Autos im Ziel haben. Und wir dachten, der wird sicher noch mal was drauflegen, weil der will auch gewinnen. Ja, und somit haben wir beide noch mal draufgelegt. 6,5 Sekunden sind sich ausgegangen bis zum Schluss und somit der Sieg in der 2WD und 4. Platz gesamt. Super Ergebnis, wir sind echt sehr happy. Platz 2 ist es geworden, zufrieden? An und für sich schon, weil wir haben wirklich zeigen können, wenn es trocken wird, dass unsere Autos deutlich schneller sind als wir der Mitbewerb. War eine super Generale, wir haben nichts ruiniert dabei, also nichts Gröberes ruiniert. Ich habe 4 Sonderprüfungsbestzeiten gehabt, also im Eifer der ganzen Geschichte 2 Top-Platzierungen mit Suzuki ganz weit vorne. Nach den technischen Problemen am Freitag holt Manfred Stohl am Samstag Platz um Platz auf. Der Einsatz wird belohnt. Er belegt noch Platz 6 im Gesamtklassement und verdrängt Beppo Harrach in der Meisterschaftszwischenwertung von Platz 2. Die Probleme, die wir gestern gehabt haben sehr zurückgeworfen.
es ist schade, dass es so gelaufen ist. Heute ist es ganz okay gewesen, wir haben uns wieder nach vorne gekämpft. Das Auto ist zwar nicht so, wie ich mir es eigentlich vorgestellt habe, aber ich schätze, es hat mit dem Problem gestern zu tun. Ähnlich spannend wie bei dem Duell um den Sieg in der Wertung der zweiradgetriebenen Autos geht es im Kampf um Platz 2 der Gesamtwertung zu. Chris Rosenberger hat in der letzten Zwangsrast nur 7,8 Sekunden Rückstand auf Gerwald Grössing gehabt. Er ist mit dem VW Polo S2000 aber zweimal langsamer als sein Konkurrent und wird daher Gesamtdritter. Der glücklichere der beiden Jubilare, sowohl Gerwald Grössing als auch Chris Rosenberger, feiern diesem Samstag Geburtstag, ist Grössing. Er stellt mit dem Bioethanol betriebenen Mitsubishi Evo 7 auf der Sonderprüfung Heideckendorf-Stögersbach sogar eine Bestzeit auf und sichert sich Platz 2. Es ist wirklich ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk. Ich muss sagen, ich habe mit Sigi so viel Spaß gehabt heute im Auto. Es war wirklich ein gemeinsamer Erfolg. Er hat mich gepusht und ich habe wirklich vom ersten Meter an gekämpft. Wir waren voll bei der Musik dabei. Zwei Bestzeiten, der Rest zweite Zeiten. Also wirklich für mich ein total befriedigender Geburtstag. Schöner könnte es wirklich kaum sein. Platz 3 ist es zum Geburtstag geworden. Zufrieden? Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir haben dadurch den Prioritätsfahrer erlangt und haben dadurch bessere Startnummern bei den nächsten Rallyes. Der Gerwald Grössing hat uns keine Punkte weggenommen, weil er Gruppe H fährt. Somit war es für die Meisterschaft sehr wichtig. Haben wir quasi zumindest den zweiten Platz in der Meisterschaft punktemäßig geholt. Und wenn vor der Rallye jemand gesagt hätte, ich wäre Dritter, wäre ich überglücklich gewesen und hätte das schon als mein Geburtstagsgeschenk gesehen. So war es ein toller Fight bis zum Schluss und es hat auf jeden Fall die Rallye für uns alle ein bisschen unterhaltenswerter gemacht. Der Sieg ist eine eindeutige Angelegenheit. Raimund Baumschlager absolviert die letzten zwei Sonderprüfungen konzentriert und ohne allzu großes Risiko einzugehen. Rechts 3 minus, Split, macht auf 3 plus, wird Haus, links 3 minus kurz, 80, links 2 plus, in Welle, rechts 2 plus, wird Kuppe rechts voll, 80 Brems, links zu minus kurz. In rechts 2, das müsste eh passen. 70, links 2 plus früh. Wird rechts 3 plus kurz. 250. Kehre links 2 plus. Rechts voll. 120, kehre rechts 2 plus, glatt, don't. In links voll, 150. Rechts Eingang, 40, kehre links 2. In rechts für lang, bis unter Führung, jetzt fahren wir raus. Brems, wird Kuppe hebt, in rechts 3 minus, funny, sehr eng. 70, rechts 4 minus, Mitte Abzweig spät, Cut-Spur. Er gewinnt den dritten Staatsmeisterschaftslauf in Folge und bringt, was für den Rosenauer das Wichtigste ist, seinen Skoda Fabia S2000 heil ins Ziel. Das Auto ist perfekt gelaufen und ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt überglücklich, dass es unversehrt nach Korsika gehen kann morgen. Weil das hat mich schon die ganze Rallye beschäftigt. Ich habe es versucht, dass ich es verdränge und so wenig wie möglich erwähne, aber es ist eine Riesenlast für die Schultern gefallen, weil wir nicht einmal ein Ersatzauto gehabt. Aber so richtig emotional feiern Sie den Sieg nicht, kommt mir vor. Nein, weil ich muss ehrlich sagen, aus eigener Kraft wieder nicht gewinnen können hätte. Und es beschäftigt mich halt die ganze Zeit. Ich sehe es halt an die Splitzeiten die ganze Zeit wieder, dass wir einfach zu wenig Leistung haben, dass wir immer bergauf draufkriegen ohne Ende. Und darum sage ich, es ist schwierig in Österreich, ganz einfach mit den S2000 ganz vorne sein. Da muss die Strecken hundertprozentig passen. Und jeder, der das nicht sieht, ist ein Träumer oder will es nicht sehen. Ich bemühe mich wirklich, dass ich voll dabei bin und hinhalte. Vielleicht diesmal nicht so extrem wie sonst. Aber ja, sag einmal, es ist trotzdem schön, dass man gewonnen hat. Vielleicht ist jetzt auch die Anspannung nur ein bisschen da, eben mit dem ganzen Korsika. Morgen geht es schon wieder weiter und da gibt es Fernstreik und alles mögliche. Und das sitzt halt auch hinten drinnen, das fährt ja die ganze Rallye mit, weil du immer wieder informiert bist. Vielleicht ist deswegen die Freude momentan nicht so groß und nicht so zum Sehen, aber drinnen ist schon was da.
Hier das offizielle Ergebnis. Raimund Baumschlager gewinnt vor Gerwald Grössing und Chris Rosenberger. Dahinter die beiden schnellsten Piloten mit zweiradgetriebenen Autos, Michael Böhm und Martin Zellhofer. Platz 6 geht an Manfred Stohl, vor Hannes Danzinger und Peter Ebner. Für Raimund Baumschlager ist es der dritte Sieg bei einem Staatsmeisterschaftslauf heuer. In der Meisterschaft führt er jetzt mit 76 Punkten vor Manfred Stohl mit 54 Punkten und Beppo Harrach mit 52 Punkten. Ja.